Es bleiben uns wirklich nur noch ein paar Folgen von WandaVision, bis diese fantastische Serie endlich ihr Ende gefunden hat. Doch auch wenn wir fast schon am Ende angelangt sind, hören die Theorien einfach nicht auf. So soll es heute auch um eine ganz bestimmte Theorie gehen, die sich diesmal Ultron widmen wird. Wir haben so viele Hinweise und Indizien bekommen in den letzten 2-3 Folgen, dass ich meine, schon eine relativ gute Theorie hier aufgestellt haben zu können. Wie WandaVision also die Saat für eine mögliche Rückkehr von Ultron gelegt hat und wohin das alles hindeuten könnte, besprechen wir heute. Wie immer, falls ihr neu auf den Kanal gelandet sein solltet, vergesst auf gar keinen Fall, den Kanal auch ein Abo dazulassen, um zukünftige Videos rund um das MCU, WandaVision und vieles mehr nicht mehr zu verpassen. Fangen wir. Die ganze Theorie ist eigentlich erst ab der 5. Folge von WandaVision entsprungen, in dem enthüllt wurde, was Wanda eigentlich im S.W.O.R.D.-Hauptquartier gemacht hat. Denn hier hat uns der Director von S.W.O.R.D. wirklich geheime Aufnahmen gezeigt von Wanda, wie sie in das Hauptquartier von S.W.O.R.D. eingebrochen ist und die Leiche von Vision dort gestohlen hat. Auf aktuellen Standpunkt wissen wir, dass Wanda die Leiche von Vision benutzt hat, um ihn wieder ins Leben zurückzuholen. Das heißt, sie hat auf irgendeine Art und Weise ihre Kräfte benutzt, um diese kaputten Teile von Vision zu modifizieren. Wir haben ja in Folge 6 auch diese kleine Szene bekommen, in dem Vision außerhalb des Hexes getreten ist und versucht hat, Hilfe zu holen. Doch es hat sich herausgestellt, dass er außerhalb der Kräfte von Wanda nicht existieren kann und er somit in der echten Welt stirbt und seine wahre Leiche dort einfach dann rumliegt. Als jedoch Hayward diese Information preisgegeben hat, fing er wirklich an, richtig verdächtig zu werden. Denn zum einen, wenn wir uns mal die Szene anschauen, in dem Wanda Vision sozusagen kidnappt, können wir ganz klar sehen, dass S.W.O.R.D. Vision komplett auseinandergenommen hat und so gesehen gerade an seinem Körper herumforscht. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass S.W.O.R.D. eben die Überreste von Vision dafür benutzen möchte, neue Waffen zu erstellen, was sich genau gegen den Wunsch von Vision stellen würde und so gesehen auch ein Paradoxon erschafft. Denn wenn ihr euch zurückerinnert, Hayward hat ganz klar gesagt, dass Wanda sich gegen den Wunsch von Vision stellt und ihn zu einer Waffe gemacht hat. Doch dabei ist Hayward derjenige, der die ganze Operation am Führen ist, Vision richtig zu analysieren und aus ihm eine Waffe zu erstellen. Möglicherweise hat er dies extra so ausgedrückt, um eben seine Taten im Voraus runterzureden, so dass bei ihm einfach ein weniger großer Verdacht entstehen kann. Und dazu muss man auch sagen, dass Wanda bis jetzt auch noch gar keine Waffe aus Vision gemacht hat. Ein weiterer Hinweis, dass S.W.O.R.D. gerade wirklich daran arbeitet, aus Vision eine Waffe zu machen, wäre nicht nur der riesige Operationstisch, in dem wir wirklich Vision sehen konnte, wie in verschiedene Einzelteile auseinandergenommen wurde, sondern wenn wir uns auch einfach den Namen von S.W.O.R.D. anschauen, Sentient Weapon Observation and Response Division, können wir auch herauslesen, dass sich S.W.O.R.D. eben auch mit der Erforschung von neuen Waffen befasst. Und dies scheinen sie auch schon ziemlich lange getan zu haben, denn so gesehen ist die Leiche von Vision schon ganze 5 Jahre im Besitz von S.W.O.R.D. und so lange hatten sie bis jetzt Zeit, diese Leiche gut genug zu erforschen. Erst 5 Jahre später ist ja Wanda wieder durch den Blip zurückgekommen und hat Vision aus den Fängen von S.W.O.R.D. gerissen. Somit sollten sie also ohne Zweifel genug Zeit gehabt haben, irgendeine Art Programm, Roboter, AI oder was auch immer aus Visions Überresten erschaffen zu haben, die sie wiederum für ihre eigenen Zwecke benutzen wollen. Das könnte wiederum auch erklären, wieso Tyler Hayward auch so extrem penetrant mit Wanda umgehen möchte und klar macht, dass er sie, wenn er die Chance bekommen sollte, auch auslöschen würde. Denn Wanda hat gerade Vision im Besitz, als auch ist der Hauptgrund, weshalb Vision zum Leben erweckt wurde. Könnte es sein, dass Hayward gerade einfach riesige Angst hat, dass wenn Vision es schaffen sollte, wieder richtig zum Leben erweckt zu werden oder an seine alten Erinnerungen zu kommen und zu wissen, was alles in seinem Leben passiert ist, dass Vision eben die ganzen Pläne von Hayward offenbaren könnte, wodurch seine Pläne zunichte gemacht werden, die er mit den Überresten von Vision vollführt hat. So wie er sich verhält, ist es auf jeden Fall klar, dass er irgendetwas im Schilde führt. Und dieses Projekt, was er gerade am entwickeln ist, muss nicht unbedingt einseitig böse sein. Es kann sehr gut sein, dass er einfach versucht, etwas Gutes zu tun. Denn die 6. Folge hat uns auch nochmal gezeigt, dass Hayward ganz klar Narben mit sich getragen hat, dadurch, dass die Hälfte der Menschheit die ganze Welt verlassen hatte. Wir hatten diese komplette Konversation zwischen Monica Rambeau und Hayward bekommen, in dem es komplett darum ging, wie man diese ganze Sache handeln sollte. Versucht man Wanda wirklich zu helfen oder versucht man Wanda schlichtweg einfach auszulöschen, um das Problem zu beseitigen? Und Hayward hatte ja auch eine ganz klare Meinung. Hier stach aber nochmals sein Bild von Superhelden heraus. Denn so wie es scheint, hält er nicht viel von Leuten, die Superkräfte besitzen. Es ist gut möglich, dass er Superhelden als Grund für das ganze Chaos sieht, wie es zum Beispiel ja auch das Sokovia-Abkommen bewiesen hat. Dieses Problem wird in einer Welt von Superhelden niemals verschwinden. Superhelden werden aus irgendeinem Grund immer wieder Chaos auf der ganzen Welt ausrichten. Auch wenn es nicht direkt ihr Eigenverschulden ist, tragen sie immer noch etwas dazu bei. Und dieses System will Hayward wohl auch ganz gerne abschaffen. Und zwar von einem System, was nicht von einzelnen Individuen geführt wird, sondern einfach von einem berechneten Algorithmus, wo S.W.O.R.D. oder eben die Regierung den höheren Hebel hat und diese so kontrollieren kann, wie sie es eben möchte. So gesehen ein Programm,
wie es auch Ultron sein sollte, nur was nicht die ganze Menschheit auslöschen möchte. Er ist wohl auch einer derjenigen, die das Bild vertreten, dass die Menschheit wirklich Maschinen braucht, auf die sie sich verlassen können und nicht auf verschiedene Menschen, die jederzeit verschwinden könnten und auf die einfach kein richtiger Verlass ist. Auf Captain Marvel wird auch öfters in der Serie angespielt und so wie es scheint, wird sie nicht allzu gut angesehen. Könnte womöglich auch daran liegen, dass viele eben denken, dass es Captain Marvels Schuld war, dass wir am Anfang nicht gegen Thanos gewonnen haben. Wäre sie während Infinity War auf die Erde gekommen und hätte beim Kampf gegen Thanos geholfen, dann wäre der Snap sehr wahrscheinlich erst gar nicht passiert. Vision hierbei wäre der Schlüssel für das ganze Programm gewesen, denn er ist ja so gesehen erst durch Ultron entstanden, was im Prinzip genau das gleiche Konzept umsetzen sollte. Wir wissen aber auch, dass ein Teil von Ultron immer noch in Vision steckt und der Mind Stone erst Visions Charakter wirklich geformt hat. Nun, da der Mind Stone seinem Kopf herausgerissen wurde und er eigentlich nicht mehr existiert, sollte man annehmen, dass der Charakter von Vision komplett verschwunden ist. Wir hätten natürlich Shuri, die das Ganze theoretisch lösen könnte, doch diesen Weg ist man ganz klar nicht gegangen und man hat die Leiche direkt zu S.W.O.R.D. befördert, so wie es scheint. Während S.W.O.R.D. also wirklich eine ziemlich lange Zeit an der Leiche von Vision herumexperimentiert hat, ist es sehr wahrscheinlich, dass sie Daten von Ultron retten konnten und gerade am Versuchen sind, diese für ihre eigenen Nutzen zu verarbeiten. So könnte eine neue Version von Ultron durch S.W.O.R.D. wieder zurückkehren. Wer weiß, vielleicht hat die KI von Ultron es wirklich sogar geschafft, sie sogar selbst zu konstruieren und hat S.W.O.R.D. im Endeffekt in den letzten 3 Jahren auch infiltriert, wodurch Ultron insgeheim derjenige wäre, der seine Pläne mit S.W.O.R.D. ausführt. Es gäbe sogar eine Theorie, die ich gehört habe, die meint, dass Hayward selbst Ultron wäre. Das Ganze basiert auf einer Avengers-Animationsserie, in dem Ultron sich als Bürokrat ausgegeben hat und später kam heraus, er war es eigentlich die ganze Zeit. Ich denke aber nicht, dass es hinter Hayward steckt, nur um es euch wissen zu lassen. Aber er steckt definitiv in der Scheiße mit drin, sagen wir es so. In der 6. Folge von WandaVision wurde uns jedoch aber noch etwas viel, viel Cooleres gezeigt und das wäre der ganz geheime S.W.O.R.D.-Ordner. Diesen haben wir ja schon genau in der letzten Analyse besprochen, aber hier nochmal eine Kurzfassung. Der Ordner, der uns gezeigt wurde, trägt den Namen Cataract. Cataract wäre im Deutschen einfach eine Sehtrübung. Eine Sehtrübung ist einfach ein wolkiger Bereich im Auge, der sich mit der Zeit immer mehr ausbreitet und im Endeffekt dann auch dafür sorgt, dass du komplett blind wirst. Nun, eine Linsentrübung schränkt natürlich deine Sicht ein. Wenn wir das Ganze natürlich ins Englische übersetzen, dann finden wir relativ schnell heraus, okay, Cataract hat größtenteils etwas mit der Sicht zu tun, Sicht heißt auf Englisch Vision. Vision wäre einer unserer Hauptcharaktere in dieser Serie, aka unser geliebter Roboter. Dieser Ordner wird uns also definitiv mehr Einsicht darüber geben, was S.W.O.R.D. wirklich mit Vision im Hauptquartier dort angestellt hat. Nun, Cataract könnte hierbei nicht nur auf das Projekt von Vision anspielen, sondern auch darauf hindeuten, was das Ziel des ganzen Projektes war. Was ihr hier gerade seht, ist ein Beispiel von jemandem, der gerade an einer Linsentrübung leidet. Das Auge wird so gesehen komplett blass. Wisst ihr noch, wie der tote Vision aussieht? Ganz genau. Der tote Vision war auch komplett blass. Vor allem seine Augen sehen komplett aus wie ein Cataract, eine Linsentrübung. Das sollte nicht nur final darauf hinweisen, dass die Akte sich komplett um Vision dreht, sondern auch darauf, dass Vision sich auf eine Art und Weise in Zukunft verändern könnte, wenn er dann wieder auftaucht. Denn neben der normalen Form von Vision gibt es noch eine zweite, die sehr bekannt ist und das wäre die, in der er komplett blass dargestellt wird. In den Comics war das eine Form, die Vision angenommen hat, kurz nachdem er gestorben ist und wieder so gesehen zum Leben erweckt wurde. So könnte dies auch weiterhin darauf teasen, dass Vision wirklich zurückkommt. Nur visuell nicht allzu schön aussehen wird. Oder es wird nicht der Vision sein, den wir kennen. Denn wie schon eben erwähnt, ist es gut möglich, dass Ultron womöglich die Kontrolle über seinen Körper übernehmen könnte, wenn er denn nochmal die Chance dafür bekommen sollte. Cataract bzw. die Blindheit könnte auch dafür stehen, dass Vision zwar zurückkommt, aber er blind sein wird. In dem Sinne, dass er sich komplett neu erfindet, dass eine andere KI hinter ihm steckt oder etwas komplett Unerwartetes. Vielleicht hat S.W.O.R.D. sogar daran gearbeitet, Vision komplett umzuprogrammieren, sodass Vision selbst die Waffe wird, die sie wollen. Ihr seht aber, es wird sehr, sehr interessant, in welche Richtung das ganze Geschehen mit Visions Leiche gehen wird, mit Hayward und den geheimen Plan, den er gerade im Hintergrund aufzieht. Am Ende kann es schlussendlich einfach nur so weit kommen, dass Hayward Visions Leiche einfach dazu benutzt hat, eine Roboterarmee aufzustellen, die mögliche Gefahren einfach für ihn eliminieren, wenn er es will. Wir haben also gerade eigentlich eine relativ kreative Auswahl, was man aus dieser Storyline noch macht. Ihr könnt mir ja wieder in die Kommentare schreiben, was euer bester Guess ist. Denkt ihr, Ultron steckt bereits dahinter, er wird gerade aufgebaut, Hayward hat einen komplett anderen Plan, Vision wird wiederbelebt in einer komplett neuen Form, wodurch sich womöglich auch sein Charakter verändern wird. Ich will es jetzt wissen, also ab in die Kommentare damit. Das wird aber jedenfalls erstmals wieder von mir. Wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben und wenn ihr mehr sehen wollt und noch nicht Teil der Family seid, dann
würde ich euch ein Abo empfehlen. Checkt doch meine letzten Videos aus, wie zum Beispiel meine letzte Analyse oder meine neueste Theorie rund um Quicksilver. Morgen wird es wieder absolut wild, was so gesehen das letzte Vorspiel zum großen Finale sein wird. Und ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt gut auf euch auf, lasst es euch gut gehen und ich würde dann mal sagen, love you 3000.